Manduki Solmatis, Jubiläumstour 30-jährigen Bestehen. Endlich Jubiläumstour für die Manduki Solmatis. Seit 30 Jahren gibt es die Bandleaderband um Leslie Manduki, 70, bereits. Im September feiert die Truppe mit 5 Stationen in Deutschland ihre Gründung. Die Pandemie hatte die Live-Auftritte der Männer noch mehr erschwert als andere Bands. Wie Manduki in einer Pressemitteilung erklärt, die Manduki Solmatis sind eine Band der Bandleader. Viele unserer Mitglieder müssen langfristig planen und die Komplexität unserer Logistik, bei der die einzelnen Solmatis von ihren eigenen Tourneen aus allen Teilen der Welt anreisen, erlaubt uns nicht, nach der Formel One Step Forward, Two Steps Back zu arbeiten. Anführungszeichen. So musste die Tour, die ursprünglich für 2022 geplant war, verschoben werden. Ein möglicher Vorteil: Wahrscheinlich wird bei den Terminen im September auch schon neues Material zu hören sein. Ein neues Album der Band stellte Manduki für den 24. Januar 2024 in Aussicht. Im September ist der Schnauzträger mit einem Großaufgebot an legendären Rock- und Jazzgrößen von Weltrang zu sehen. Wie eine Pressemitteilung verspricht. Genauer, am 1. September in der Leitzhalle in Hamburg. Am 2. September im Admiralspalast Berlin, am 3. September im Zirkus Krone in München. Am 4. September im Kulturpalast in Dresden und am 5. September im Gewandhaus in Leipzig. Bandleader Manduki feierte mit der Popgruppe Genghis Khan seinen Durchbruch, mit der er 1979 den 4. Platz beim Eurovision Song Contest belegte. Als Produzent arbeitete er mit Künstlern wie Phil Collins, 72, Lionel Richie, 73, oder der Band No Angels zusammen. 1993 gründete er die Manduki Solmatis. Ein All-Star-Projekt, das sich mit bekannten Künstlern aus Bands wie Supertramp, Emerson, Laka und Balmer oder Toto experimentellen Tönen wie progressive Rock und Jazz widmet. Gründungsmitglieder der Manduki Solmatis waren neben Manduki selbst etwa Ian Anderson, 75, von Jethrotull, Jack Bruce, 71, von Cream, Eldie Meola, 68, sowie David Clayton Thomas, 81, von Blood, Sweat & Tears, Bobby Kimball, 76, von Toto und einige mehr. 12 Alben hat die Band bereits herausgebracht. Și zici că sunt om for, lacu mă confort. Întreabă asta lui loc de confort. Rigor ce-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol. Încă de când el era broc și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce-i un miscol. De când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor. Vă întâlniți în Tristor la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hip-hop prin pori, bile mari, zintor. Că știi că după trimit ciocanul mare înspre cer și dau jos carul mare. Astrologia treabă ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic. Jos Pătescu, jos Ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul. De când mai toți ziceau că...